Der Gewinner 2021 ist... Wir haben es heute wieder gesehen, es gibt extrem viele gute Ideen für die Deregulierung oder allgemein, wie man die Schweiz vorwärts bringen kann. Es ist extrem wichtig, dass man die Ideen einfach eingeben kann und die Politik und Wirtschaft tragen. Unsere Verwaltung mit dem Parlament natürlich, die sind auch sehr fleissig. Die produzieren Jahr für Jahr etwa 1000 Seiten Gesetzestexte. Das entspricht letztendlich alles zusammen Regulierungskosten von rund 10 Milliarden, die die Schweizer Wirtschaft belasten. Das langfristige Ziel ist, dass es uns dann braucht. Und wenn wir die Idee können generieren hier mit dieser Plattform und auf anderen Wegen, das ist ja nur eines von diesen Möglichkeiten, dann ist das Ziel erreicht. Herzlich willkommen zum dritten Mal 5 vor 12. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen von der Träger vom Swiss Venture Capital. Sehr geehrte Damen und Herren, bald ist es klar, wer die Siegerin oder der Sieger des Preises für schlaue Deregulierung ist. Vorher müssen Sie aber nun noch kurz mit zuhören. Wir gehen heute auf die Reise. Auf die Reise in den Dschungel. In den Papierdschungel. Im Kanton Bern sind es 1,2 Millionen Seiten Papier, die so eingereicht werden, über 350'000 Postsendungen. Und darum meine Idee, ein nationaler One-Stop-Shop, eine Webseite, wo man alle Baugesuche eingeben kann, in der ganzen Schweiz, egal in welcher Gemeinde. Vorsorge ist nach wie vor ein großer Punkt, den wir als Gesellschaft verändern müssen. Und so freuen wir uns umso mehr, euch eine kleine, aber feine Reformlösung vorzuschlagen. Es ist 5 vor 12. Es ist 5 vor 12, zumindest im Namen Elias. Er hat bei den Paragrafen, er hat beim Paragrafen-Dschungel abgeholzt und gerüttet. Und dann hat hier die Freiheitsstreichler geläutet. Sieger vom Sieger heutigen Abend. Im Publikumsvoting 2021 ist der Elias Meyer. Es freut mich sehr, dass ich gewonnen habe. Und es ist natürlich eher, aber eben, ich habe es vorher auch schon einem Kollegen gesagt, es ist auch verantwortlich, dass man jetzt die Idee umsetzt, weil sonst bleibt das nachher einfach hocken und den Papiertiger habe ich nicht geschrieben, also ich möchte es wirklich auch vorwärts bringen. Ich habe schon Gespräche geführt mit einem Start-up, das das möchte umsetzen, das schon sehr konkrete Ideen hat. Ich werde nachher aber auch Gespräche führen mit dem kantonalen Baudirektor oder mit solchen Leuten, die eben etwas könnten umsetzen konkret nachher in einem Kanton, auch wenn das Ziel natürlich nachher ist, dass es eine nationale Plattform gibt. Bürokratie ist wichtig, weil wir haben in der Schweiz sonst eine Unterbeschäftigung, also wo sollten all die Menschen arbeiten. Die gehen ja jetzt nicht gerade die Kleider rein, die so schräg irgendwelche thailändische Kinder für uns machen. Die haben ja viel zu klobige Finger. Die können höchstens eine Tastatur bedienen. Darum müssen wir die Menschen irgendwie beschäftigen. Gerade hier in Bern ist es wahnsinnig wichtig, dass wir einen grossen Bürokratieapparat aufrechterhalten. Man hat Bürokratisierung, aber es ist oftmals Mittel zum Zweck, um wirklich die endlichen Ressourcen so zu handhaben, dass auch die zukünftigen Generationen ebenfalls von denen profitieren können.